Herzlich willkommen. Wir sind hier im Beethovenhaus, einen legendären Ort für einen legendären Komponist. Und vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven direkt hier geboren. Heute Abend bringen wir Sie ganz tolle Musik von Ludwig van Beethoven, gemeinsam mit Sebastian Knauer, Daniel Müller-Schott und Alia Vodovozova. Es ging los mit seinem Klaviertrio Opus 1, Nummer 1. Entstanden 1795 in Wien
gewidmet Fürst Lichnowsky. In Beethovens Sturmsonate 1802 entstanden, krachen Urgewalten aufeinander. Hier ist Beethovens Lebendmaske von 1812 und hier genau das Gleiche. Allerdings unser Maskottchen von Hope at Home. Hören Sie Beethovens Sturm, erster Satz, gespielt von Sebastian Knauer.
Hier im Beethovenhaus Bonn gibt es die Möglichkeit, sehr viel über Beethovens Leben herauszufinden. Vor allem kann man auch seine Instrumente sehen. Und ich als Geiger bin voller Ehrfurcht, wenn ich davor stehe. Für jeden Geiger ist seine Frühlingssonate ein absoluter Traum. Wir spielen jetzt den zweiten Satz gemeinsam mit Sebastian Knauer. Thank you.
Beethoven-Sonate für Violoncello und Klavier ist 1808 entstanden, zur gleichen Zeit wie seine 5. Symphonie. Und wenn Sie hinter mir schauen, sehen Sie sogar ein Cello, das Beethoven möglicherweise auch gespielt hat. Hören Sie jetzt den 2. Satz Scherzo, gespielt von Daniel Müller-Schott mit Sebastian Knauer. Thank you.
Beethovens Klaviertrio Opus 70 Nummer 2 ist ein Meisterwerk. Ungefähr 1808 entstanden für diese drei Instrumente. Hören Sie jetzt den dritten Satz Allegretto, für mich mit das Schönste, was Beethoven je geschrieben hat.
Beethovens 6. Symphonie, seine Pastorale. Und hier ist Beethovens Handschrift. Unglaublich, das zu sehen. Zu seinen Lebzeiten gab es viele Bearbeitungen von seinen Werken. Sie hören jetzt eine echte Rarität. Den letzten Satz aus seiner 6. Symphonie in einer Bearbeitung von Johann Nepomuk Hummel. Gespielt von mir, Daniel Hope, Sebastian Knauer, Klavier, Alia Vodovotsova, Flöte und Daniel Müller-Schott, Violoncello. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es war eine große Ehre und eine Freude, Beethovens Musik zu Ihnen zu bringen. Und zwar aus der Redoute in Bonn und von hier, Beethovens Geburtshaus in Bonn.